Boah, da wird da gecraftet. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. In der letzten Folge haben wir sowohl die Ressourcen als auch die Blueprints zusammengesucht und gerafft für den Zyklopen, um den Zyklopen zu bauen. Und wir machen das jetzt. In dieser Folge wird der Zyklop gebaut, komme was wolle. Ja, wir haben ja ganz viele Ressourcen zusammengerafft dafür. Ich werde jetzt gleich erstmal das Titan umwandeln und dann entsprechend aus dem Titan Plastahlbarren herstellen. Wir haben ja zum Glück auch noch genug Lithium im Schrank. Ja, das hattet ihr in der letzten Folge auch noch gesehen, dass wir ganz viele Lithium-Vorkommen da noch drin hatten. Und die benutzt man natürlich dann auch dafür. So, jetzt geht es hier natürlich gerade nicht weiter. Einen Barren können wir schon mal herstellen. Ich nehme mir hier auch gleich mal aus dem Schrank noch das Titan raus. Komm mal her. Ah, ne, Moment. Hier war der Lithium-Schrank, genau. So, nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr raus. Lithium, Lithium, Lithium. Genau, und dann machen wir das mal hier. Plastahlbarren. Das ist der erste Plastahlbarren, den wir brauchen. Oh, ich muss trinken, verdammt. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Muss jetzt gerade nochmal gucken. Nochmal genau gucken, was ich jetzt exakt nochmal brauche für den Zyklopen, bevor ich jetzt Blödsinn mache. Wir brauchen, genau, dreimal Plastahl, dreimal emailliertes Glas, Schmierstoff, dreimal Blei und erweiterter Kabelsatz. Das ist nichts, was wir nicht hätten oder haben. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja gar keine Dings mehr hier. Moment, da müssen wir mal gerade wieder neu anpflanzen hier. Keine Melonen mehr und ich muss trinken? Oh Gott, da müssen wir das jetzt hier machen. Was, Inventory Fool? Das gibt's ja gar nicht. Ja, Moment, wir machen jetzt erstmal hier... Wir machen jetzt... Ah, lass mich durch! Wir machen jetzt erstmal hier die Sache mit dem... Mit dem Titan. So. Können wir mal schnell erledigen. Ganz schnell. Ja. Seek Fluid Intake. Ich weiß, dass ich am Verdursten bin. Das muss jetzt mal kurz warten. Ich muss jetzt mal meine biologischen Bedürfnisse hinten ranstellen. Wir müssen erst die technologischen Bedürfnisse befriedigen. Das ist ganz wichtig. Ja, Smartphone und Co. sind erstmal wichtiger jetzt hier. Kleine Technologiespielerränzchen. Bevor wir jetzt hier trinken und essen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Einheiten Titan. Wenn ich jetzt noch einen Knubbel finde hier unten, ein Schrottteil oder so. Hier zum Beispiel. Direkt nebenan. Dann haben wir doch auch schon direkt die Menge, die wir brauchen. Um einen letzten Barren herzustellen. Haha, Titan, ein Titanbarren. Und jetzt fehlt wieder Lithium, richtig? Ja, Lithium fehlt. Muss auch mal wieder den Bioreaktor auffüllen, fällt mir mal gerade so auf. So, zweimal Lithium. Und dann können wir nochmal einen Plastahlbarren herstellen. So, Plastahl. Wunderschön. Perfekt. Okay, jetzt haben wir den Plastahl. Jetzt brauchen wir noch das emaillierte Glas, ne? Genau, emailliertes Glas. Die Pirscherzähne habe ich ja noch im Inventar, richtig? Genau. Da brauchen wir jetzt nur Quarz und da haben wir ja auch noch einen halben Schrank voll. Genau, eins, zwei, drei, da, genau. Das reicht für das Glas aus. Glas. Müssen wir jetzt dreimal machen. Schade, dass man nicht irgendwie eine Menge eingeben kann irgendwie und dass er das dann gleich in der Menge craftet. Muss da immer erst warten, bis der eine fertig ist und so. Und kann in der Zeit halt auch nichts anderes machen. Weil das lohnt sich ja nicht in der kurzen Zeit. Okay, alles klar. Da haben wir das Glas. Jetzt muss ich mal gucken. Mal schnell nochmal was essen hier. Also essen vor allem, um zu trinken. Hatte ich eigentlich schon die Entsalzungsanlage? Nee. Okay, die Entsalzungs... Ah, ich weiß, warum ich die nicht habe. Okay, das ist auch eine Sache. Ich hatte ja in der letzten Folge erklärt, dass mir eine Aufnahme abgeraucht ist, weil der Ingame-Sound nicht aufgenommen wurde. Ich hatte die Degasi-Station, die hier in den Techno-Pilz-Biom-Höhlen unter uns, die da steht, die habe ich erforscht und da war ja auch eine Entsalzungsanlage drin.
Und die habe ich gebaut. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt, dass die hier nicht am Start ist. Habe ich nicht noch irgendwie eine Wasserflasche gefunden? Ah, nee, das habe ich auch in den... Ja. Ihr seht, das ist so ein bisschen mit diesen Zeitreisen, ist das ein bisschen eine schwierige Sache. So, wir machen jetzt erstmal den Kupferdraht, weil wir brauchen ja auch einen erweiterten Kabelsatz. Genau, wir brauchen einen Computerchip. Da haben wir ja genug zum Glück. Dann holen wir mal hier die Pflanzen raus hier. Die drei Tischkorallenproben. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Genau, erweiterter Kabelsatz, Schmierstoff und Blei. Machen wir erstmal den erweiterten Kabelsatz jetzt, würde ich sagen. Gold brauchen wir noch. Dreimal. Wenn mich nicht alles sehr täuscht, brauchen wir jetzt 1, 2, 3 Einheiten Gold. Zweimal für den Kabelsatz, für den erweiterten. Und dann noch einmal für den Mikrochip. Genau, Mikrochip. Ah ja, einen normalen Kabelsatz brauchen wir noch. Da brauchen wir noch Silber. Wie ich die ganze Zeit noch hin und her rennen bin hier. So, zweimal Silber, genau. Huch, da hat es kurz gehakt. Ich bin, glaube ich, zu schnell gerade. Ich bin zu fix unterwegs hier. So, Kabelsatz. Erweiterter Kabelsatz. Genau, jetzt brauchen wir noch hier einmal einen Samen für das Öl. Von dieser Pflanze hier. Nimm sie, genau. Also einmal Schmierstoff noch und dann dreimal Blei und dann haben wir es. Das Blei haben wir, glaube ich, sogar im Schrank hier rechts. Müsste eigentlich, ja, 1, 2, 3, perfekt. Perfekt, ja genau, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Fahrzeugstation. Und übrigens, euch wird aufgefallen sein, dass ich auch mal diese Flasche hier abgelegt habe. Die habe ich nämlich da die ganze Zeit noch im Inventar gehabt, unnötigerweise, nachdem ich die bessere Taucherflasche gecraftet habe. Und da werden einige schon gesagt haben, hey, pack das doch mal raus, das ist doch blöd, dass du das immer mitnimmst. Und natürlich habt ihr recht, es war total dumm, das die ganze Zeit mitzunehmen, aber jetzt ist sie hier in dem Schrank. So, wir brauchen die Fahrzeugstation. Ich lege mal eine von den Batterien ab und nehme dann hier noch das Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul mit. Wir haben ja hier genau eine 15% Standenergie-Batterie und eine, glaube ich, mit 0, oder? Nee. Egal. Wo war das jetzt hier? Genau, das Maschinen-Effizienzmodul nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir schnell nach oben. Craften das Gerät oder der Gerät hier, ne, den Zyklopen. Und dann müssen wir auch schnell noch mal was trinken. So, natürlich ist es jetzt Nacht. Das hat irgendwie beim letzten Mal besser funktioniert. Da war es nämlich Tag. Aber wisst ihr was? So viel Zeit muss sein. Huch! Ja, was tue ich? Ich habe meine Fahrzeugstation aus dem Takt gebracht. Ich werde jetzt doch noch mal... Ja, ich werde noch schnell mal ein bisschen was hier zu mir nehmen. Zwei Dinger zumindest. Und dann werden wir mal kurz hier ein bisschen drüber schlafen. So. Dann ist nämlich Tag und dann sehen wir das auch am Tag, wenn der Zyklop gekraftet wird. Wunderbar. Ah, muss auch mal schlafen hier. Wenn wir schon das Bett haben, wenn wir es schon gebaut haben, das Feature, ne? Dann wollen wir das ja auch mal nutzen hier. Und gleich ein morgendlicher Sprung ins kalte Nass. Und dann geht's nach oben zur Fahrzeugstation, die hoffentlich noch da ist. Da ist sie. Genau. Und dann bauen wir den Zyklopen. Zyklop, Zyklop. Jawoll. Zyklop-Ladeschacht erweitern. Okay. Boah, da wird er gecraftet. Haha, da ist er. Der mächtige Zyklop. Der mächtige. Da ist er fertig. Juhu! Wir haben das U-Boot gebaut und wir haben auch gleich ein Erweiterungsmodul, was wir an der Aurora damals gefunden hatten. Das können wir direkt einbauen. Da haben wir gleich direkt eine effizientere Maschine. Das ist doch cool. Nice. Nice, 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 nice. So, rein damit. Genau, Maschineneffizienzmodul, Maschineneffizienz 200%. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte nämlich beim letzten Mal direkt auch Erweiterungsmodule gecraftet. Genau, den Schildgenerator, den habe ich noch nicht gefunden. Den gab es, glaube ich, in einer von den beiden Degassi-Stationen. Ich hatte, glaube ich, zwei Degassi-Stationen bei der Aufnahme, die verloren gegangen ist.
erkundet. Das heißt, in der einen gab es den Schildgenerator, in der anderen gab es noch irgendwas. Ja. Genau, wir haben jetzt hier auch Zyklop-Feuerlöschanlage. Genau. Mit kristallinem Schwefel und Aerogel hatte ich das gleich mitgecraftet. Die Feuerlöschanlage. Und ein Tiefenmodul können wir, glaube ich, auch direkt gleich machen. Tiefenmodul und Feuerlöschanlage steht jetzt auf dem Programm. Das machen wir jetzt gleich noch in der Folge. Dann sind wir nämlich hier auch in einem schön ausgestatteten Zyklopen unterwegs. Ich muss noch vorher mal ganz dringend irgendwie mal etwas mehr Flüssigkeit zu mir nehmen, als nur immer so zwei von diesen Früchten. Das wäre schon ganz gut. Sind die Melonen jetzt mal gewachsen hier? Jawohl. Sauber. So, die nehmen wir jetzt mal zu uns. Nom, nom, nom. Das reicht echt nicht, ey. Das gibt's nicht. Ich muss tatsächlich nochmal Früchte essen. So, das wird eingepflanzt. Ein Nährstoffblock, den hau ich mir jetzt einfach so rein. Brauch mehr Früchte. Genau, perfekt. So. Jetzt, müssen wir nochmal gucken. Wir brauchen Rubine. Wie viele haben wir denn da noch? Da haben wir noch genug auf jeden Fall. Dann brauchen wir nochmal Plastahl. Jetzt könnte es sein, wenn ich mich richtig erinnere, dass uns ein bisschen Lithium gefehlt hatte. Und das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich da runter bin. Also da in die Techno-Höhle. Und da hatte ich dann gleich mit die... wie heißen sie? Helft mir. Die Degasi-Station mit untersucht. Genau. So, jetzt habe ich gleich noch ein bisschen Quarz mitgenommen. Da haben wir jetzt ein bisschen was verbraucht. Ich hoffe, das reicht jetzt an Metall. An Altmetall. Gucken wir mal nach. Gucken wir mal nach. Okay, einmal. Zweimal. Ah, das reicht nicht. Schade, 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 schade. Hatte ich hier nicht noch Titan? Irgendwo? Hatte ich in der Seemotte noch Titan? Oder? Ne, da habe ich alles rausgenommen, ne? Hier gibt es aber noch Vorkommen. Habe ich genug Platz dafür? Ja, ja, Platz habe ich noch. Also hier gibt es noch ein bisschen Schrott. Das Witzige ist ja auch, der wurde ja, glaube ich, dadurch, dass ich den Cache zurückgesetzt habe, also dadurch, dass ich das gelöscht habe, wurden die Ressourcen teilweise auch zurückgesetzt. Also ein paar von den Schrottteilen, die hier rumliegen, habe ich, glaube ich, auch schon gesammelt. Aber sicher bin ich mir da nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gesammelt habe und was nicht. Das hat auch schon der Flachdachs geschrieben, von wegen, ja, du schwimmst ja immer an Frax vorbei, wo du eigentlich rein müsstest, weil du denkst, du warst da schon mal drin. Ja, aber es sieht halt wirklich auch zugleich aus. Ich kann das immer so schlecht unterscheiden, es tut mir leid. Ist halt so. Wenn es anders wäre, wärt ihr ja nicht in dem Let's Play von mir, da wärt ihr im Let's Play von Subnautica Master LP oder so. Ja. Das wäre ja dann kein Let's Play von mir. Das wäre ja dann nicht authentisch. Dann würde ich ja. Da würde ich ja nur so tun, als ob. Ja. Nur echt mit echter Verwirrung, kann ich da noch sagen. So, den brauchen wir. Dann brauchen wir den. Genau. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Was brauchen wir da jetzt noch? Gut, Feuerlöschanlage ist erstmal, steht erstmal außer Frage. Ah, das haben wir auch schon alles. Okay, wir haben drei Rubine und den Plastahlbarren. Dann machen wir jetzt erstmal das Tiefenmodul. Dann können wir ein bisschen tiefer tauchen mit dem Zyklopen. Und das Tiefenmodul brauchen wir ja auch, um die weiteren Tiefenmodule zu bauen. Da muss ich dann auch nochmal gucken, was wir für die brauchen. Da muss ich an die Modifizierstation ran, an die Fahrzeugmodifizierstation. Und da dann nochmal gucken. Deswegen, ich baue das jetzt mal noch nicht ein. Ich gucke jetzt erstmal, weil das Modul Stufe 1 ist die Voraussetzung, die Crafting-Voraussetzung oder ein Rezept, ein Teil des Rezeptes für Stufe 2 und Stufe 3. Deswegen schauen wir jetzt gleich mal, was wir für Stufe... Also ich glaube, für Stufe 3 brauchen wir Kyanid. Das können wir erstmal vergessen. So, aber vielleicht geht ja Stufe 2 schon. Plastahl und Nickel. Haben wir noch genug Nickel? Da hatte ich so viel gesammelt. Wartet mal. Haben wir Nickel? Wir haben nur noch einmal Nickel. Genau, das war das Problem. Deswegen konnte ich Stufe 2 nicht machen. Ich erinnere mich. Aber Schwefel haben wir. Dreimal. Das passt. Und was brauchte ich dafür? Also, was hatte ich da nochmal? Genau, für die Feuerlöschanlage. Aerogel können wir auch machen. Da brauchen wir nochmal Rubine. Und jetzt hatte ich, glaube ich, auch einen Rubin zu wenig. Um noch Aerogel genug machen zu können.
Ich meine, dass ich 2 Rubine pro Aerogel-Einheit brauchte. Nee, okay, alles gut. Aerogel können wir machen, genau so war das. Perfekt, okay. Dann kann ich jetzt tatsächlich die Feuerlöschanlage auch schon bauen. Das sind 2 ganz wichtige Module eigentlich. Das ist doch gut. Das ist doch nicht verkehrt. So, machen wir das Modul auch noch. Genau, Feuerlöschanlage. Das wird auch gleich eingebaut. Perfekt. Und das, einen Moment, das wollte ich jetzt gar nicht einbauen. Jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich für Stufe 2 nochmal? Das wird mir hier nicht angezeigt, ne? Die Stufe 2. Oder? Krebsmodul. Ah, hier doch. Also, wir bauen nochmal Plastahl und Nickel. Wo hatte ich denn jetzt das Nickel eigentlich her? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns jetzt die Seemotte und gehen mal in den Lost River und holen da mal Nickel, Schwefel und noch ein paar Rubine. Das war nämlich auch das, was ich in der anderen Session gemacht hatte. Huch, oh Gott. Ja. Wie er den Krebs, den Zyklop einfach wegschiebt. Was soll denn das? Also wenn irgendwann mal mein U-Boot nicht mehr da ist, dann weiß ich warum. Das ist ja witzig. Voll die Kollision. Guckt euch das mal an. Wie er es wegschiebt. Das ist jetzt mein U-Boot. Das gehört jetzt mir. All your base belongs to us. Oh Gott. Okay. Ja. So viel zu dem Thema. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal hier das Knubbelchen. Ah, nee, das hatte ich ja schon, genau. Wir machen jetzt noch schnell. Wir sortieren jetzt schnell nochmal die Ressourcen ein, die wir jetzt nicht gebraucht haben. Das zum Beispiel. Das zum Beispiel. Das zum Beispiel. Den Schwefel und die Dings hier, die kommen hier rein. Oh, hier habe ich ja noch Gold. Moment, das muss in den Goldschrank. Ordnung muss sein. So viel Zeit muss sein. Goldschrank war hier drüben. So, alle da rein. Die Seemotte muss ich auch noch ausleeren. Das müssen wir jetzt noch schnell machen. Und dann machen wir uns auf dem Weg. Auf den weiten Weg machen wir uns dann. So, genau. Das kommt alle raus. Nein, jetzt bin ich wieder reingefallen. Wieder ein falscher Schritt und dann ist man am Beckenrand ausgerutscht und klatscht in den Swimmingpool rein. Und alle lachen sich kaputt. Und man selber hat voll die Schmerzen. Aber wer den Schaden hat, braucht ja für den Spott nicht zu sorgen. Das ist ja schon immer so gewesen. Also, wir haben jetzt noch, brauchen wir jetzt noch Kupfer. Hatte ich nicht irgendwie einen Kupferschrank noch gehabt irgendwie? Ach, das packe ich jetzt einfach hier vorne erstmal mit rein. Oben ist die Fahrzeugstation noch, ne? Die sollte ich mal runterholen noch. Bevor wir jetzt irgendwo hinfahren. Sonst heißt es dann, ah, du hast deine Fahrzeugstation vergessen. Du hast den Farbfilm vergessen. Du hast die Fahrzeugstation vergessen. Ja, dann muss ich noch schnell essen und trinken nochmal. Und dann läuft das. Weg mit dem Ding. Ich sollte vielleicht auch nochmal... Obwohl, ich habe 2 Medkits dabei eigentlich. Das passt eigentlich. Okay. Moment, da habe ich noch Blei. Das muss man wegtun. Genau. Dann würde ich sagen, nochmal essen und trinken. Und dann machen wir uns mit der Seemotte auf den Weg. Um... aus dem Lost River Ressourcen abzugreifen und vielleicht auch bei der Gelegenheit gleich noch ein paar Blueprints noch zu finden. Weil da unten gab es nämlich auch noch das ein oder andere, was wir noch nicht mitgenommen hatten. So. Dann holen wir mal Ressourcen. Integrität voll aufgeladen. Perfekt. Ab geht er. Ich mache das jetzt, wie gesagt, nicht mit dem Zyklop. Achso, hatte ich jetzt eigentlich das Effizienzmodul? Das habe ich jetzt... Wo habe ich das jetzt hingepackt eigentlich? Habe ich das eingebaut? Oder habe ich das in irgendeinen Schrank gepackt? Muss ich jetzt nochmal nachgucken. So viel Zeit muss jetzt mal sein. Irgendwo wird es schon... Oh,
Ach ja, stimmt, ich kann ja die Seemotte auch andocken im Zyklopen, aber das macht ja jetzt keinen Sinn. Muss ich mal gucken, habe ich das eingebaut? Ja, habe ich eingebaut. Okay, da kann es erstmal bleiben, ist okay. Wahrscheinlich vergesse ich das dann wieder, wenn es dann darum geht, die anderen Stufen zu bauen und baue die dann wieder unnötig. Egal. Wurst! Wo ist die Motte? Da. So, dann geht's los, meine lieben Freunde. Da wird mir die Degasi-Station markiert. Und da gab es auch eine Wasseraufbereitungsanlage drin. Alter, was ist denn jetzt los? Hier ist voll dunkel jetzt. Ich meine, wir könnten da natürlich mal einen kleinen Abstecher hinmachen. So ist es ja nicht. Theoretisch wäre das gar nicht so doof eigentlich. Mal einen Abstecher dahin zu unternehmen. Ich mach das jetzt mal. Ich fahre da jetzt erstmal hin, würde ich vorschlagen. Bevor wir jetzt irgendwo anders hinfahren, bevor wir jetzt Ressourcen holen oder so, machen wir das jetzt noch. Aber an der Stelle würde ich sagen, ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann geht's ab in diese Degasi-Station und von der Degasi-Station aus nochmal Ressourcen organisieren. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.